Sing a song and praise the Lord. If I'm short or if I'm long, sing a song and praise the Lord. If I'm up or if I'm down, I want to thank you, Lord, you're the giver of all good things. Also Musik gemacht habe ich eigentlich schon fast immer. Klavier spiele ich schon relativ lang, seit ich 5 oder 6 bin. Später kamen dann noch Akkordeon und Orgel dazu als Instrumente. Ich wollte dann das irgendwann vertiefen, habe angefangen, eben eine Ausbildung zu machen als nebenberuflicher Organist und Chorleiter und habe das auch nach dem Abitur gerne weitermachen wollen. Es war für mich klar, ich will einen Beruf mit Musik machen. Habe Musik studiert auf Lehramt. Und das war dann eigentlich so die Ausbildung, bei der ich am meisten mitgenommen habe, weil man da natürlich so die ganze Bandbreite an Dingen hat, von Gesang über Musiktheorie und Chorleitung. Ich lege Wert darauf, dass der Chor aufeinander hört, dass nicht jeder nur auf seine Stimme und auf seine Töne achtet, sondern dass man wirklich versucht, als Sänger auch den Chor als Ganzes wahrzunehmen. Weil nur dann ein einheitlicher Klang auch hinzukriegen ist. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir wirklich einen Chorklang haben und nicht zerfallen in 50 Einzelstimmen, sondern dass wir wirklich einen gemeinsamen Sound entwickeln. Was ich besonders an dem Chor finde und auch schon immer fand, ist, dass die verschiedenen Altersgruppen so gut miteinander auskommen. Und letzten Endes ist es so, dass wirklich die unterschiedlichsten Leute auch miteinander sich unterhalten und während, nach der Probe Kontakt miteinander haben. Also das fand ich schon immer eine sehr schöne und sehr besondere Sache am Chor. Und von daher war es von Anfang an für mich so, dass es eine Gemeinschaft war, mit der ich einfach gerne Zeit verbracht habe. Das war so ein entscheidender Faktor. Dass es natürlich musikalisch auch was Besonderes für mich ist und viel Spaß macht, ist klar. Aber ohne die Gemeinschaft wäre das für mich auch nicht denkbar.